einen Pinguin 6. Kennst du irgendeinen Pinguin? Ich meine, näher? Das gehört nicht in Wissenschaft und Technik. Das gehört in Klatsch und Tratsch. Einmal? Oh Gott, ich habe einen Pinguin geheilt. Es gibt braunes Sandwich und grünes Sandwich. Was ist auf den grünen? Entweder ganz junger Käse oder uralte Wurst. Das schön. Freilich. Einen Augenblick. Micky, dein Mann. Ich habe mich dort einmal 20 Minuten mit einem Wärter unterhalten, bis ich gemerkt habe, dass es nur eine Statue war. Also los, wir fangen mit dem Spiel an. Na los, frag uns was. Ihr müsst zuerst würfeln, damit ich das Wissensgebiet weiß. Scheiß auf das Wissensgebiet, stell einfach eine Frage. Das geht gegen jede Logik, ich muss zuerst das Wissensgebiet wissen. Sport und Vergnügen. Nein, Sport und Vergnügen ist zu schwierig. Ihr macht mich noch wahnsinnig. Soll ich Florence sagen, dass sie noch ein bisschen warten? Tolle Aussicht von hier, ist das der 12. Stock? Nein! Ist bloß der 11. Heißt zwar 12. Stock, ist aber nur der 11. Wo willst du hin? Aufs Klo. Allein? Ich gehe immer allein aufs Klo. Warum? Nur so. Bleibst du lange dort? Solange es eben dauert. Du weißt Bescheid. Stimmt's? Nein. Doch, du hast Angst, dass ich mir was antue, weil mich Sidney nach 14 Ehejahren sitzen gelassen hat. Der Scheißkerl! Ich gehe jetzt! Ich hab keinen Sinn! Oh. Ich kann ohne ihn nicht leben! Fußspuren!
plötzlich das wiederholen, was ich deiner Ansicht nach gesagt habe? Du sollst das wiederholen, was ich tatsächlich gesagt habe. Du meinst mit Männern? Florenz, spinnst du? Die zwei werden platzen. Die werden ohne unsere Hilfe ihren Arsch nicht mehr hochheben können. Manola und wer? Jesus. Wie schreibt man den? J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Jesus! Er heißt Jesus! Florence, leg dich nicht auf. Das ist ein anderer Jesus. Du hast mir nicht gesagt, dass er Jesus heißt. In dem Fall gibt's was ganz Einfaches. Fisch und Brot. Was glaubst du eigentlich, wie spät es ist? Wie spät es ist? Keine Ahnung. Halb acht, acht? Versuch's mal mit 20 nach 8. Florenz, bist du fertig? Ich bin fertig. Dann lächle. Guten Abend, oder sollte ich besser sagen, Buenos Dias. Können Sie sagen, aber ist es falsch. Besser, Sie sagen Buenas Tardes. Dias ist der Morgen oder Tag. Tardes sein der Abend. Alles klar, ich capisce. No, si comprendo. A capisce ist der Italiano. Comprendo ist der Spanisch. Verstehe. Verstehe ist der Deutsch. Manolo und ich, wir bringen frische Blumen und süße Kuchen. Ach, wie süß. Und die Kuchen, hoffentlich sie schmeckt, sind da... Sturmsäcke. Sturmsäcke? Sie, Sturmsäcke. Ist da so kleine Kuchen mit Crema gefüllt? Sie meinen Windbeutel. Die Freude sei ganz auf meiner Seite, Mrs. Ungerl. Darf ich mich stellen vor? Ich bin Manolo Costa Suela. Und das sei mein sehr, sehr lieber Bruder Jesus Costa Suela. Sehr erfreut. Ich bin erfüllt. Von großer Dankbarkeit, ihre Bekannte Sack zu machen. Jesus, erst muss sitzen, Olivia! Hey, stupido! Entschuldigung! Bitte, Olivia, nehmen Sie doch Platz. Fein, jetzt bin ich dran. Und jetzt da ich, und jetzt da Jesus. Natürlich. Florence, sitz. Setzen, Jungs, setzen. Wie ist das Wort, wenn man denkt, dass ich liebe zwei Männer? Brüder? Nein! Nicht der Brüder, Sie kennen schon. Wie heißt das Wort? Sie meinen schwul. Sie! Nein. Das ist wohl das Schlimmste an einer Trennung. Ah, Sie waren schon verliebt als Kinder? Nein, das sind meine Kinder, mein kleiner Junge und mein kleines Mädchen. Ich habe sie geliebt so sehr, wie kein Mann kann lieben seine bessere Hälfte. Ich denke doch heute jede Nacht an sie. Ist das nicht so? Ist er bei mir genauso, nur viel schlimmer. Meine Consuela ist er gewesen. Entschuldigung! Nein, der Kurzweil ist er gewesen! Untreu! Aber heute, ich hab mir nicht vergessen! Minuten, wir können essen Paella mit Huhn, oben in meine Wohnung.
Spaghetti von meinem Tisch. Das ist komisch. Das ist wirklich zu komisch. Was ist daran so verdammt komisch? Das sind nämlich keine Spaghetti. Das sind Linguini. Und jetzt ist es Abfall. Mich nervt alles, was du tust. Und wenn du einmal nicht da bist, dann nervt mich der Gedanke daran, was du tun wirst, wenn du wiederkommst. Ich altere in doppelter Schallgeschwindigkeit. Komm mir nicht so nahe! Ich warne dich! Fass mich nicht an! Ab in die Küche! Ich will deinen Kopf wie einen Truthahn im Backrohr braten! Löse deine Probleme immer so, Uli! Keinen Schritt weiter! Das ist nicht! Wenn du mich nur mit dem kleinsten Finger anrührst, wirst du bis an dein Lebensende Augentropfen brauchen! Du ziehst aus? Fantastisch, was? Der Pinguin ist durchgekommen. Hallo? Florenz, wo will ich bleiben? Bitte sagst du, dass sie soll bleiben. Oh, Chicas. Du kannst doch unsere Einladung nicht ausschlagen. Unsere Erziehung nicht erlaubt, dass wir lassen ihre Frau alleine auf die Straße. Florenz, bitte, nur für ein paar Tage. Bist du gefunden, hast eine neue Zuhause? Na, monto bastante bien. Sehr gut, auch ich reite gerne auf Pferden. Und sag ihm auch, wenn meine Stimme anders klingt, dann kommt das daher, dass ich nicht mehr die gleiche Frau bin, die vor 3 Wochen aus dem Haus gegangen ist. Los, Miki, sag ihm das. Fangt ihr jetzt mit dem Spiel an? Ja, willst du mitmachen? Würde ich ja gern,